Mama Nigga in Lugatschnitten. Weiter geht der Limit für eliminierte Rotröcke. Ja, habe ich ja jetzt schon fast erreicht. Ja, erstmal hier hochklettern. Erstmal hier hochklettern. Das ist wichtig. Wisst ihr was, dann machen wir es uns einfach. Kann der bis dorthin springen? Ja! Oh, du Lapp! Connor, ey! Das ist jetzt echt mal... Was kannst du eigentlich? Oh. So... Ich glaube... Ja, stimmt, da kam gleich was. Das Schiff sieht schon ganz schön hässlich aus. Aber es hat Kanon. Ich würde gerne mal wissen, was später spielt. Assassin's Creed 3 oder Assassin's Creed Black Flag? Scheiße, ich muss den ganzen Weg dann auch noch bestimmt zurückschwimmen. Kann ich hoch? Ne. Nehme ich das doch. Das ist irgendwie eine ganz schöne Herausforderung, weil ich nicht weiß, wo lang. Weil dort hinten hin will ich ja eigentlich nicht. Ich werde jetzt schlagen, sich schon 10 Leute oder Hände vor den Kopf. Kann ich da hin? Nein, kann ich nicht. Oh! Okay. Machen wir es uns einfach. Ja, schönen Dank, Connor, du Hure! Schön, dass sich dort an der Seite festgehalten hat. Könntest du jetzt mal bitte? Oh, Alter! Ich weiß, dass die Steuerung manchmal hier drauf achtet, in welche Richtung du guckst. Aber wenn ich verdammt nochmal dorthin gucke, dann soll er sich auch dorthin bewegen. Ich würde den gerne erstmal hier töten, aber der verpisst sich ja gerade. Weil den will ich eigentlich nicht noch im Rücken haben. Wenn der weg ist, dann können wir hoch. Nice, jetzt kommt er. Immer schon komisch, dass die sowas nicht sehen. Diese hier sollten euren Vorstellungen genügen. Da liegt ihr falsch. Sie sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Hi. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Wir haben keine Zeit. Nein, bitte. Wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still, Hund! Eure Ware ist nutzlos für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Oh mein Gott, ist dieses Spiel behindert. Oh lol.
Na okay, gut, optionales Ziel, scheißen wir jetzt drauf. So, hat sie ihn registriert? Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum. Warte einen Moment! Tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Es sollte euch auch leid tun. Ihr kam diesen ganzen Weg für nichts. Sagt mir, warum ich euch nicht ins Meer werfen lassen sollte. Kein Grund für Hastigkeiten. Gebt mir nur etwas mehr Zeit. Ich suche auch die anderen Schiffe ab, wenn ich muss. Das war knapp. Es gibt sicher Gefangene, die euren Ansprüchen genügen. Nun gut. Ihr habt 2 Tage. Danke. Stellt euch in der Green Dragon Tavern in Boston mit den gewählten Männern vor. Dort treffen wir euch mit unserem Anführer. Alles klar. Nix dir deinen Sack! Scheiß drauf! Da 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 da. Tschüss! Ihr könnt ja nicht mal schießen, ihr Lappen. Ja geil, ich muss nicht schwimmen. Ja! Gab's hier nicht irgendwo mal einen Waffenshop? Die stabilsten und dicht. Oder kann man die überhaupt sehen? Da. Die dichtesten Fässer in ganz Amerika gibt es bei John Cooper. In der Warm weg mit dir. Hier, du auch. Flieg hin, flieg hin. Schade. So. Tür öffnen. Denn letztens noch einmal für den letzten Kampf müssen wir natürlich gut vorbereitet sein. So. Was braucht ihr denn? So, gucken wir erstmal. Kaufen. Alle klar. Das wäre nicht schlecht. Steintormacher. Das hat echt gute Stats. Das Steintormacher hat aber bei ihm mehr Schaden. Na egal. Was haben wir denn hier? Ja, da könnte man sich mit anfreunden. Ah, den habe ich doch schon. Eine schwarze Montur mit rotem Akzent, gerne. Her damit. So, jetzt habe ich 1800. Was kann ich davon kaufen? Normale Waffe. Ein Schwert. Stimmt, ein Schwert wäre eigentlich nicht schlecht. Gibt es da noch eine billigere Waffe? Ja, das hier. In allen Aspekten besser. Aber das sieht einfach was aus. Weil dieses kleine hässliche französische Entermesser sieht so hässlich aus. Da sieht ja selbst das normale Schwert noch besser aus. So, jetzt kann ich wieder mit dem Schwert kämpfen. Mensch, super. So, schwarze Montierung mit roten Akzenten. Perfekt. So, erste Mal da. Waffe. Bam. Das steckt dir besser wieder ein. Lol, habt ihr es gehört? Das war die Stimme von Charles Lee, das heißt, der hat auch ein paar Bürger synchronisiert, der Typ. Muss ich eigentlich irgendwo hin? Ah, scheiße. Na, wir nehmen den Hafen. Der ist mittig, da kann man auch schnell von den anderen kommen. Na
guck mal, war doch sogar halbwegs richtig. Ach ja, stimmt! Zeig, dass mein Mann bist. Schnell, wir lassen uns nicht entwischen! Stimmt, das war ja die Stelle, wo wir hier den T verteidigt haben. Ja, Connor, wenn du geil tun, wenn du cool tun willst, dann mach das bitte woanders. Okay, musst du nach vorne landen? Geil. Das finde ich wenigstens schön, dass sie jetzt mal die Bäume implementiert haben. Oder integriert wohl eher. Hatte ich den schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht so, wie es von der Karte aussieht. Ey, wo ist denn? Achso, ich muss ganz hoch. Hoppala! Wuhu! So, jetzt müsste man mich auf jeden Fall hören. Ich habe den Sound jetzt wesentlich leiser gemacht. Es tut mir bis jetzt leid, falls ihr mich gar nicht gehört habt. Weil ich habe gerade selber in meinem Ohr auch gemerkt, dass es leicht zu laut war. Was ist denn mit dem Spiel? Dann haben die entschärft, dass man Zivilisten einfach so töten kann. Hui. Wohl dann zetteln, wohl dann zetteln, da 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 da. Du gehst nirgendwo hin. Das hier, guck mal, geht auch so. Ja, entkommt mir nicht! Ja! So. Krass, ich hab den 50 Gold gegeben. Das ist ja billiger als überall anders. Weil ganz ehrlich, Assassin's Creed Brotherhood hat man 500 bezahlt. In Assassin's Creed Revelation hat man 100 bezahlt. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ha! Fehler! Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh! Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hör auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Long Pier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Wohl nicht. Connors war ganz schön auf Assi. Was ich halt geil fand, ein Teil der Montur war halt rot, und zwar hier unten diese Streifen dort, die Stoffteile. Die waren komischerweise rot. Hier, Pferdchen. Kann ich nicht draufsetzen. Achso, mit Leertaste. Hey, haben wir zu tief ins Glas geschaut? Wer macht denn bitte mit Leertaste? Hier, stoppt alle. Oh, lol! Ja, stimmt, das war eigentlich schon immer mit Leertaste. Ich hab ein bisschen was versteckt. Also ganz ehrlich, im Vergleich zum Rennen ist das nicht unbedingt schneller. Weil man mit dem Pferd hier ja nicht sprinten kann in den Städten. Was dann bedeutet, dass das Pferd hier so langsam ist, finde ich. Hal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 a. Das ist halt cool, die Funktion.
Unlogisch. Ich hab schon wieder eine weiße Montur aufgemacht. Zieht er die während der Cutscene zum Rum? Oh Gott, wo steht ihr denn hin, ihr Wichser? Bei der Verfolgung niemand anderer mehr, das schaffen wir. Da kannst du nicht rein. Es gab einen Unfall. Tja, wie dieses kann ich da rein. Ich glaube, es gab jetzt auch noch die Herausforderung, nicht durch Feuerschaden nehmen. Oh, wie nett er auf mich wartet, ey. Krass, dass der trotzdem so agil ist wie ich. Alter! Connor! Ich glaube, ich darf den Leertaste nicht gedrückt halten dabei. Ja, also das ist ein versucht, der eben hochzukommen. Wartet er jetzt wieder? Ach, guck mal, wie nett Charles ist. Charles ist doch voll nett. Connor, was willst denn du? Hi. Na, Charles, wie geht's? Ich liebe Spielbugs. Okay, wo stellst du vielleicht nochmal... Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Okay, warte mal, ich kletter nochmal kurz zurück. Okay, jetzt. Okay, warte mal. Ah! Easy! Ich liebe solche Bugs. Autschi! Zu hartnäckig. Du wirfst uns nieder. Wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden neue. Du strengst dich an, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Und doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Jo. Also, wir sehen, er hat ihn voll in die Brust geschossen. Und zwar auf Höhe vom Herzen. Das heißt, es hätte eigentlich ein kompletter Durchschuss sein müssen. Oder die Kugel war halt so ekelhaft scheiße und schlecht. Und dass die Pistole so kacke ist, dass das an den Rippen abgeprallt ist. Oh Gott! Nein! Warum? Connor, dir geht's doch ganz gut. Hör auf so viel zu trinken. Okay, Leute. Weil ich weiß, dass es hier gleich endet. Ich würde sagen, den Part machen wir noch. Das machen wir jetzt noch, wenn die letzte Folge ist immer länger. Das kennt ihr. Oh. Meine Güte! Also ich glaube, Connor hat auf dem Weg aus dem Booten hier so ein Vorratslager mit Schnaps geplündert. Graue Nacht, was? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. So ein arroganter Blick, ey, sowas hasse ich. Den würde ich gerne töten. Ja, ganz ehrlich, 50 Meter. Wenn die Wachen sich genau so aufstellen, dass ich dann nicht vorbeikomme, dann ist das natürlich scheiße. Aber ich glaube, ich wäre desynchronisiert worden, wenn ich hier auf die zugerannt wäre.
Weil dann hätten die mich ja umgebocht. Ich frage mich eigentlich, gibt's dagegen eine Waffe? Okay, ich bin langsamer, wenn ich rechte, wenn ich die rechte Maustaste drücke. Und da ist ein Vor. Oh, cool, kann ich das einnehmen? Nein, Spaß. Alter. Ja, natürlich! Natürlich, Connor! So laufe ich auch mal. Ich bin total im Arsch, geht ein Busch und renn fast. Natürlich! Kein Problem. Oh, ist der tot? Nein, er lebt noch. Ja, und auf einmal sind wir wieder weiß und haben... No, falsche Wortwahl. Auf einmal haben wir wieder eine weiße Montur und haben wieder unsere Wunde. Aha. Jawohl, komm. Tu. Jawohl, erstmal noch ein Trinken. Beim Schwarz hat er auch gerade schon den Blick hier. Komm, tu es einfach. Connor, du bist ein Stück Scheiße. Auch wenn du Wut auf ihn hattest, aber... Okay, ich komme gleich dazu. Obwohl... Oh, das Dorf ist leer. Ja, was für ein Jammer! Und natürlich! Warum sollten sie das hier lassen? Also auf jeden Fall, weil es gerade keinen Sinn macht. Connor ist ein Riesenarschloch, denn er hat bis jetzt jedem einen Abschiedsspruch gegeben. Und das machen Assassinen auch so. Wenn sie ein Ziel eliminiert haben, dann wünschen sie ihnen eigentlich Ruhe in Frieden. Connor macht das halt auf seine Weise, indem er in seiner Heimatsprache eben einen poetischen Spruch hinterlässt. Aber bei Schadli nicht. Du bist ein hinterfotziger Bastard. Wobei Schadli eigentlich ein ganz cooler Charakter war. Ich mochte den sein Design. Oh. Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken. Wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk?
Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Aha. Okay, so versteckt man es also, indem man es zerstört. Aha. Ach so, die hat von der Kette gesprochen. Okay, ich habe gerade nicht zugehört. Ich bin gerade auf dem Handy beschäftigt und Facebook. Sieben Jahre alt war Connor. Aha. Na, ja, daneben liegt ja, glaube ich, Helfen, oder? Okay, ich würde mal sagen, ich überziehe jetzt schon seit 25 Minuten. Also normalerweise war die Folge ja 15 bis 20 Minuten, jetzt sind es 25, also geht eigentlich noch. Ja, ich bin da fast. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, dann los. Ach, alles. Ne, da liegt gar nicht helfen daneben. Auf jeden. Natürlich, was ein Wunder, dass das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Natürlich ein Wunder, dass er genau dort lag, wo er mit seiner Hand gebuddelt hat. Und hat er nicht mit einer Schaufel gebuddelt und nicht so weit oben. Ach, so viele Fehler, die man hier finden kann. Stunde der Wahrheit. Ja. Logisch, für den kurzen Weg erstmal die Kette umlegen. Mach ich auch immer so. Wenn ich 2 Meter laufen will, lege ich erstmal meine Kette um, obwohl ich weiß, dass ich es nach den 2 Meter wieder abnehmen muss. Logisch! Jawohl! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Spult nochmal zurück. Der hat die Kette abgerupt und trotzdem hatte der einen vollen Faden dran. Logisch! Ich liebe es, sowas in den Dreck zu ziehen. Rennt ihr uns eigentlich hinterher? Nee, tun sie nicht.
Bist du aus der Puste, du ja. Idiot? Komm. Oh. Die Schlampe redet wieder. Oh nein, ich dachte, ich bin sie los. Hier. Nein. Endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten. Wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht. Minerva? Du? Aber wie... Du gingst und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, als die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich, wir wurden getäuscht. Sie überlebte. Sie verharrte. Und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken zu halten. Oh, haltet doch eure Fresse! Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Einzigen. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte er den letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier? Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt. Als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Ja, echt mal, zeig's ihm. Schlag ihm einfach in die Fresse. Ja. Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit. Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug!
Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht. Es ist getan. So, mal sehen, wie das die Entscheidung ohne steht. Schmerz aussieht bei der... Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet, ihr alle, jetzt. Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns, wir finden einen Weg. Keine Zeit. Synchro! Sohn. Oh Gott, Alter, die Synchronisation an manchen Punkten ist ja richtig erbärmlich. Ich muss das tun. Also geht. Geht! Ja, ohne Schmerzen sehen sieht wahrscheinlich anders aus. Okay, wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde überzogen. Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriken. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, ja, während Leute. Der Sturm immer stärker wird. Weltweit wird so, Leute, das war Assassin's Creed 3. Das Ende war richtig erbärmlich. Also wirklich richtig erbärmlich. Aktivität wird berichtet. Aber nicht mehr in der und genau deswegen kann ich auch verstehen, dass ziemlich viele sagen, dass das Assassin's Creed 3 scheiße war. Weil, ganz ehrlich, ich empfinde da teilweise mit. Aber das Schlimmste, weil warum müssen wir eigentlich als so ein cooler Charakter wie Hafe anfangen und werden dann zu so einem Assi wie Connor? Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Du hast deine Rolle gut gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die meine spiele. Ja, halt die Fresse, du Hure. Ich hasse sie. Okay. Also auf jeden Fall, Assassin's Creed Black Flag, was der Nachfolger war, hat wieder unfassbar viel richtig gemacht. Das heißt, sie hatten eine unfassbar steile Kurve, was hier Assassin's Creed 1 bis Revelation ging, hatten sie eine Kurve. Assassin's Creed 3 ist wieder bis ins bodenlose Loch gesunken und bei Assassin's Creed Black Flag wieder ein bisschen hoch. Mit Liberation brauchen wir gar nicht erst anfangen. Unity brauchen wir auch nie anfangen. Syndicate habe ich nicht gespielt, das heißt, da kann ich nicht mitreden. Also Assassin's Creed 3 war Rotz. Es hatte nichts mehr mit dem normalen Assassin's Creed zu tun. Ey, Black Flag Uni unbedingt, aber es hatte eine schöne Story. Es hatte eine frische Geschichte, die man auch miterleben konnte. Hier war Müll am Start. Punkt. Die Story, wie man mit Haven gespielt hat, war ganz cool. Weil dann hier, ja, wir sind Templer. Oh mein Gott! Was habe ich gespielt? Das war ein Aha-Effekt, den man nicht so leicht vergessen hat. Aber als Connor zu spielen war scheiße. Es war langweilig. Es hat nicht befriedigt. Also Leute, ich hoffe, das Let's Play hat euch trotzdem gefallen. Das war an manchen Stellen echt witzig, wie zum Beispiel das Ende, wo ich einfach vor Charles stand, weil er gebuggt ist. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Tschüss.